Auf einer völlig durchnässten Naturlandebahn erreichen wir Grönland. Auf so einer Erdpiste kann wohl nur eine Propellermaschine landen. Um unser Quartier im Roten Haus zu erreichen, erwartet uns noch eine zweistündige Fahrt im Motorboot nach Tassilaq. Da die Anlegestelle am Flughafen nicht eisfrei ist, steht uns noch eine 3 Kilometer lange Wanderung zum kleinen Ort Kulusuk bevor. Und auch hier gibt es nur regenglatte Steine und Eis. Wir sind in Grönland. Hoch über dem Fjord werden wir im Roten Haus bei Robert Peroni einquartiert, der seit 40 Jahren in Grönland lebt. Robert kommt aus Südtirol und er hat vor Jahren zu Fuß in 88 Tagen das 1400 Kilometer breite Inlandeis Grönlands überquert und sich in das Land und seine Menschen verliebt. Sein Rotes Haus ist nicht nur Treffpunkt von Naturliebhabern und Bergsteigern, sondern auch ein Zentrum für die jungen Inuit geworden. Robert hilft ihnen, den Anforderungen der neuen Zeit gerecht zu werden. Er gibt ihnen sinnvolle Beschäftigung und animiert sie ebenso, ihre Traditionen zu pflegen. So erzählt er viel über das Leben in Tassilaq. Aber wir konnten auch über unsere Klettereien sprechen, die wir beide früher gemacht haben. Die Küche ist originell zwischen Italienisch und Grönländisch. Zwischen Nudeln und Fisch oder Wal. Heute ist ein Narwal am Teller. Sie sind unheimlich stolz auf ihre Tradition. Das Problem ist nur, dass sie keine Möglichkeit haben. Sie sind hier abgeschlossen aus der Welt. Wir haben eine Linie aus Island, wir haben eine schlechte, ganz schlechte Linie aus Westgrönland. Ja, und wir sind hier ein kleines Volk von 3000 Menschen auf 15.000 Kilometer, das muss man sich vorstellen. Wir haben keine Möglichkeit, hinauszugehen in die Welt. Und deshalb freuen sie sich, erstens, dass ihr hier seid und zweitens, ihre Lebensweise, also ihr Gefühl zu zeigen. Und die zwei Frauen, die das heute machen, das sind unsere Mitarbeiterinnen. Die sind nicht unter der Erde geboren, sie haben das gelernt. Aber sie haben das von guten Lehrern gelernt.
die wirklich, wir hatten vor, im letzten Jahr ist der Hunter gestorben. Er ist wirklich unter der Erde geboren, in einem Erdhaus, und er war ein Phänomen. Mit ihm sind 1000 Jahre gestorben. Aber er hat das weitergegeben, diesen Mädchen. Und es sind viele hier, die das auch machen. Aber ihr müsst es einfach, ist auch egal, was sie sagen, es ist einfach interessant zu sehen, wie sie sich bewegen und was dahinter steht. Wir können dieses Volk nur respektieren und sagen, danke, dass ihr uns etwas gelehrt habt. Ja. So, jetzt kommt. Es regnet und wir sind im Ort unterwegs. Das Wasser sucht sich seinen natürlichen Weg. Unweit der Kirche haben die Kinder vom Kindergarten einen Felsen in Anspruch genommen. Bei Regen und Kälte eine Herausforderung. Doch für diese 3- bis 6-jährigen Kinder ist es eine Normalität. Endlich schönes Wetter und wir wollen durch das Blumental wandern. Am Eingang des Tales ist der Friedhof des Ortes mit vielen bunten künstlichen Blumen. Ein Ort zum Nachdenken, da dort viele, auch junge Menschen begraben liegen.
Je weiter wir kommen, sehen wir dann auch wirkliche Blumen, auch wenn sie nur ganz klein sind.